Zurück bei der Polizei. Wir wissen ja schon, was die beiden vorhaben. Später. What's the plan? We go inside and calmly ask Eddie why he was there that day. All right. Let's try to let him get his side of the story out, okay? Uh-huh. Oh, yeah. I understand, Mr. Barrow. I'll be sure to let him know. Yes, I have it all written down. Have a good day, Mr. Barrow. Morning, Missy. How do you get stuck working reception? Rose called in sick this morning. I'm covering for her while I try to get my paperwork done. What are you doing here? Just checking in with Uncle Eddie. I'm guessing from the identical features that this is Tyler? Tyler, Denise, Denise, Tyler. Wilson, could you tell Officer Vincenzi that I'll be... Oh, good morning, Allison. Hi, Uncle. I'm going to take Dr. Torres' statement. No need for Vincenzi to come back to the station. He doesn't seem like he's in the best of moods. Yeah, I don't know what's going on, but he's been a little off all day. Good luck. Ich ahne warum. Vielleicht weil... He has an excuse to brush us off. I'm sure he'll make time if we say it's important. So, ich sage immer hallo. Oh, hello, kids. Hello, middle-aged adult. Everything all right? Hey, he speaks. How's Delos treating you so far? A few days. Ah, geht so, aber ich bin immer froh hier. It's been good to see Allison. She's been talking nonstop about you lately. I know she's happy to have you here. Hey, been meaning to say, Allison showed us that article you wrote for the Juno Daily last year. You were spot on. The state needs to be giving way more money to youth centers. Fireweed was lucky to have you. I bet Brendan's thrilled. Thanks. I spent a lot of time fighting for more outdoor activities. Made some enemies in the administration over that one. But the first time those kids summoned Mount Roberts, man, they were so proud. It felt great. I know exactly what you mean. I volunteer sometimes with the JCE. You give lectures about police work, lead group talks when I can. Was ist denn die JCE, ja? JCE? You know, Juno Coalition for Equality. Ah. Oh. Oh. Wait, really? That's awesome. Yeah, and I don't mean to preach, but the kids in those groups, be it Fireweed or the JCE, they need people who really understand them. People who know where they're coming from and will fight for what they need. Anyways, sorry for the rant. Dr. Torres. 213, this is dispatch. Yes, she was. I'll need you can turn that car around. Chief's gonna take care of the victim. Okay. Dass sie uns die Anschauung on that arrest then. Later. Henderson. Different Chief Brown's taking a statement, but you might be able to snag him when he's done. Ja, sie hat uns einmal angeschaut. Because of my hours. She stays with me on the weekends. Ich hätte gerne hier hinten zugehört auch. I'm sorry I forgot your birthday. I got so wrapped up with Tyler coming that it totally slipped my mind. I'll make it up to you, I promise. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn gerade? Ach so, ah. All right. Incident report states you called yesterday at 6:13 a.m. because someone vandalized your mailbox. Officer Vincenzi was dispatched to your home at 6:29 a.m., but you couldn't stay to give a statement? I had to be in surgery at 9. I was already running behind. Of course. It says here you work at Cottonwood Hospital? That's right. That sure is a commute. It certainly is. What's your usual working hours? I'm a surgical resident at one of the only hospitals in Southeast Alaska. I'm basically Tyler, always on. You ready? Yeah, of course. Well, listen, we really appreciate you coming in after a 24-hour shift. Did you need something, Allison? Yeah. Tyler? Yep. Can you come here? Ich bin gleich da. Warte, sprechen. Tyler Ronan. Good to see you again. You've gotten tall. That usually happens between ages 11 and 21. Ha! Yeah, well, welcome home. Ist lange her, ist wahr. Thanks. It's been a while. So, what brings you two around?
Und Chief sprechen, Halogenlicht und Essensgeruch, aber auch nicht Chief sprechen. We're here to see Chief Brown. Oh boy, what do you do now? Suspects wanted for a felony. Oh, well, don't forget to read him his Miranda rights. So is there anything I can help you with? Ja, ich wollte mal so fragen. Busy day around here? Well, the fire alarm went off 3 times in the span of an hour this morning. I thought the chief was gonna rip that alarm right off the wall. Could you go through the full details of your Taylor? Morning with me, you ready? Dr. Torres? Of course. Eigentlich bin ich gar nicht ready, aber... I woke up at 5 and got ready for work. Isabella's father was coming over to pick her up at 6:30. So I woke her up at 6. I made breakfast. And as we were eating, I realized I hadn't grabbed the mail the night before. Isabella asked to come with me. So I helped her into her coat and boots before we went out. We stepped outside. It was still quite dark, but she spotted it anyway. Someone, something, was going through our mailbox. Something? My back was to it because I was shutting the door. But Tyler, Isabella is ready? Certain of what she saw. She says it was a little kid. Mm-hmm. Around her size. Mm-hmm. She shouted at them, but by the time I turned around, they were gone. A little kid. That's what she said. A little kid wearing stripes. What about you? Are you sure you didn't see anything? Ein Waschbär vielleicht? No. I'm sorry. Stripes? Kindergröße? Also wirklich Kleinkindergröße? Könnte vielleicht ein Waschbär sein? Ich weiß nicht. Warum nickt die denn die ganze Zeit? Die nickt sehr gerne. Was ist mit ihrem Kopf? Was ist denn mit der? Das tut mir sehr leid. Ja, ich bin bereit. Morning, Chief Brown. Good morning, Tyler. Hey, could we talk to you in private? It's a little urgent. Can you excuse me for a second, Dr. Torres? What's going on, you two? We had a few more questions about our mother. Look, now's not the best time. Well, maybe we can come back later then? Excuse me. Come on. Guys, I'm understaffed today. I've got a receptionist out sick, an officer dealing with personal issues. I need to finish taking this woman's statement, and I don't have time to chat right now. We were just hoping for some answers. Well, I don't know what more you think I'm going to say. I already told you everything. Mm-mm. I need to get back to this complaint. Sorry, guys. Oh, I hate when he's stubborn like that. So what now? Of course. Wir finden es selbst heraus. Well, he's obviously not going to give us the truth. So I say we go get it ourselves. Where do you think they'd stash her file? I don't know. The archive room? Maybe Eddie's office? Wait, you're not seriously thinking of breaking and entering a police archive? Go big or go home. Where's Isabella now? At school. She's back at her father's house for the week. Could I get Mr. Henderson's information from you? I think it'd be helpful if I could talk to Isabella. Yes, of course. Oh boy, fire drills. Everybody's favorite way to slack off. Hey, is that your desk? Huh? I didn't think so. Move on. Right. Sorry. Gut, alles klar. Wir sollen ja... Wir haben kein Recht da gerade zu schnüffeln. Mega unauffällig, wenn wir hier hochgehen. Hey, what are you two up to over there? Everything all right? Yeah, everything's fine. We're just, I was just telling Tyler where the upstairs bathroom is. Tyler, help me out here. Oh, yeah. Toilet emergency. Lake water. You know, Mother Nature's juice cleanse. There's a bathroom just past the break room. Behind you. First door on your right. Forget it, Tyler. There's no way we're getting upstairs out in the open like this. It's too suspicious. There must be another way up. Gibt es Notausgänge? Oh, Greg's da was erwähnt? Oh, yeah. You know, Greg's was talking about a fire drill earlier. Are there any kind of fire exits? Oh my god. Why didn't I think of that? Lobby. Now. Okay, warte. There's no access to the first floor this way. Ich wollte aufs Klo gehen, damit es nicht so auffällt, Mann. Wir haben gesagt, es gibt einen Klonotfall, aber ich gehe nicht aufs Klo. Komisch. Ja, okay, ich auch nicht. There's no access to the first floor this way. Du weißt doch gar nicht, wo ich bin. We need to find another way up. Gut, vielleicht weiß ich es doch. Ah,
das tat gut. Meine Blase ist richtig erfrischt. Huch. Please wait in line. Klar. Hallo? Ansehen. Haben wir doch schon. So, Hi. Aber was denn jetzt? Hat sie nicht gerade gesagt Lobby? Sofort? Ah. Jetzt sehe ich's. Ach, jetzt kommen wir sie auch. Und jetzt ist der Kreis, der da durchloopt. Okay. Alright. Let's see. So, Dallas Crossing Police Department Fluchtplan. Erdgeschoss, erster Stock. Ansehen. Fire it. It opens up to a staircase on the side of the building, but it'll definitely be locked from the inside. If one of us were to create a diversion, the other could slip upstairs and open the door. And since you're the troublemaker, I nominate you as the one to make a scene. Wait, really? Got a better idea? Bin ein schlechter Lügner. Not really. No. Right. Let's go. Okay, First Floor da oben. Da müssen wir über die Treppe hinten. Ground Floor hat zwei, die brauchen wir aber nicht. Wir müssen nach draußen dann irgendwie, glaube ich, und dann über die Treppe. Ich guck mal, wie ich ablenken kann. Los geht's, vergiss es, warte mal. Das ist es noch nicht. Licht ausmachen ist so lame. Ansehen. That pile of paperwork. What about it? I could tip it over. Kinda messy, but I mean. Sure. Ja, ich guck mich nochmal ein bisschen weiter um, warte. Ich schau mir mal die Optionen an, die wir haben. Oh, hier. Ist wichtig. Ja, hier lernen wir was. Oh, ansehen. Mailbox Bandit, das haben wir alle schon gelesen. Alles klar. Ich dachte, wir können hier auch irgendwas machen. Das sind die Feuerübungen. Hier kann man nichts machen. Die Fotos, hatten wir die schon angesehen? Ich glaube nicht, ne? Auch, ja, sehr, sehr schön. Very handsome, very handsome. Nice, nice. Und wieder eine Pflanze zum Gießen. How about saying someone's climbing the fence? Really? I can pretend they're outside, trying to break in. Alright. Das ist echt schlecht. Ich glaube, das hier vorne ist wieder Chuck die Pflanze, ne? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, es ist Chuck die Pflanze. Ich klaue ihm seinen letzten Keks. Der dreht doch durch. Okay, Licht ausmachen ist wirklich lame. Ich mach das mal mit den Akten. Mal gucken. Jesus, Tyler, what happened? Sorry, I wasn't looking where I was going. Just leave that there. So. Super billig. Alright. I'm in position. What now? Turn right when you exit the station and follow the side of the building. The staircase will be right there. Habe ich mir gemerkt sogar. Tschüssen. You head now? Ich muss eine rauchen hier. Yeah, I need a smoke. You should think about quitting. Only gets harder the longer you do it. Yeah, I know. While you're at it. Get your sister to stop too. There's winter air. Okay, I'm by the door. Come on. Come on. Those garbage cans are like the opposite of bear proof. You know, it's actually really unhealthy for animals to eat our trash. Simmer down. We don't have time for a ranger rant. And I've got the Wildlife Channel too, you know. So, warte, nochmal kurz umgucken, ob wir schon mal dabei sind.
Happy 4th of July. Nicht vergessen, Privatfeuerwerk ist im Staat Alaska illegal. Besuchen Sie stattdessen eine öffentliche Feuerwerksveranstaltung. Sicherheit ist unser oberstes Gebot. So, Dallas Cross. Kennen wir schon. Nicht zu viel Zeit lassen. Haben wir alle schon gesehen, hier der Rest. Ich schaue mich natürlich trotzdem gerne um. Was haben wir denn hier? Das ist nicht der Notausgang. Wir müssen die Treppe hoch. Was that red warehouse part of the whole chicken farm business? You know it. It's a shooting range now. Da ist jetzt Shooting Range. Ich weiß, wir müssen da hoch, aber ich gucke mich nochmal schnell um. Fire exit's right behind me. Ja. Ich dachte, wir können nochmal gucken. Können wir offenbar nicht. Macht die denn jetzt hier? Die hat gerade eine Rezeption. You took control of your destiny. Own it. Bei ihr fehlte gerade ein Satz. Wir werden sowas von erwischt, kann ich jetzt schon sagen. Okay. How old is Brown? 38. Oh, wow. You graduated really young. Youngest officer to ever join the DCPD. If Eddie catches us in here. There's no turning back now. Schulungsanstalt der Abteilung für öffentliche Sicherheit. Edward Brown, die erforderliche Ausbildung abgeschlossen hat. Null files. Department budgets, but zero case files. Was hier hinten? Looks like this is where Brown keeps all his personal mail. Lass mal gucken. Why is Brown on a first-name basis with the director of Fireweed? Oh. What'd you find? It's an invoice. Eddie Brown, you'll find and close the final invoice for resident Tyler Ronan. Oh. The Fireweed administration would like to thank you for all of the support you've given us over the years. Oh. I knew Eddie pulled some strings to send you there, but... that's a lot of money. More backdoors and secret moves. Maybe he didn't want to make you uncomfortable. Well, now I feel like I'm in his debt. Ja, und das wollte er nicht. Du hast ihn ja gefunden, weil du in seiner Post rumgewühlt hast, Mann, du Bob. Der Eddie hat die ganzen, ne, muss man ihm zugutehalten, der hat die ganzen Monate oder Jahre halt bezahlt für ihn. Looks like he's working with the Office of Child Services on the case. None of our business. Ja, weiß ich nicht. Office of Child Services, vielleicht doch. Howard's Deposition. Howard, okay, das sind doch nicht wir. Oh, nee, können wir nicht sein. Ne, und hier lesen. Sekunde. You applied to a summer drama program back in 2009? I did, but they rejected me. Michael and I were supposed to go together. He went, but I was stuck here for the summer with no one but Justin Beaver for company. Why? Well, this letter says you got in. What the hell? So he just turned it down? I'm sorry, Allison. Shouldn't be surprised he's lied to me in the past. Miss Addison Ronan. Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass Sie für das Sommerprogramm Zeitgenössisches Drama der Akademie der Bildenden Künste an der Juno University zugelassen wurden. Wir freuen uns bereits darauf, mit einer so passionierten Kandidatin zu arbeiten und möchten Ihnen ganz herzlich gratulieren. Sie können sich über die Webseite anmelden, über die Sie sich beworben haben und dort mehr über die für den Sommer geplanten Inhalte erfahren. Wir freuen uns darauf, Sie bald auf unserem Campus begrüßen zu dürfen. Holy shit! Und der Vater hat gesagt, nein, also der Eddie hat gesagt, nein, hat sie nicht bekommen. Holy shit! Vielleicht wollte er nicht, dass sie auffliegt, weil sie in Wahrheit ja gar nicht, weil die auch nicht richtig adoptiert sind und so. You finding anything? No. So, hier untersuchen können wir auch mal machen, aber The Dallas Police Force is getting a new officer. Finally. This guy has a record and not a short one. Why is he even in the running? Shh. Eddie has a really hard time hiring people out here. I don't think he has a choice. There's always a choice. Giving Test. Ja, nicht wirklich. Armed Robbery und so, schwierig. Aber na gut. Criminal Trafficking. Might work. Donald M. Mert. US Army Military Private First Class. Sandwich Artist at Metro Sandwiches. Was? Agents of Team, lalala, okay. Da sind noch Briefe. Oh Gott, der Eddie wird uns töten. Seriously? You're gonna try to hack into his computer? We're here for information, and computers are basically information pinatas.
So, okay, TR. Brown looked at our file this morning. Wait, what? What does that mean? I don't know. But there's a reference number. R68653. R68. Und ich muss pinkeln jetzt. 653. Ich hoffe, ich kann meine eigene Schrift lesen später. Hi Chief, wegen der Nachfrage zum Ronin-Fall. R68653, die Akte wurde noch nicht digitalisiert, also kannst du die Originalpapiere zu anderen Referenzen zu dem Fall im Archiv finden. Die Transkripte zu Telefonaten wurden entfernt, aber du kannst die digitalisierten Telefonate über den Appendix finden. Gib Bescheid, falls du sonst noch was brauchst. Thomas Arbor. Tom invited Eddie over for dinner? Oh, yeah. He's been trying way too hard to get Eddie's endorsement. Does he? Support Tom? He preferred staying neutral. Eigentlich gut. Guten Morgen, Chief. Tessa und ich würden dich gerne am Donnerstag zum Abendessen einladen. Ich weiß, dass du ihrem Räucherlachs nicht widerstehen kannst. Ich habe ihn zwar nicht selbst gefangen, aber nichtsdestotrotz ist er tagesfrisch. Ich freue mich darauf, dich zu sehen. Thomas Vecchi, Veni Vidi Vecchi oder ja, Thomas Vecchi für das Bürgermeisteramt. E. Brown, Anti-Bias Training. Bitte denkt daran, dass euer aller Anwesenheit am Mittwoch, dem 11. November um 13 Uhr erforderlich ist. Wir müssen alle teilnehmen, also sagt Bescheid, wenn ihr verhindert seid und ich mache einen neuen Termin. Wie ich diesen Morgen bereits erklärt habe, sprechen wir über sogenannten Bias. Das ist keine Strafe und steht auch nicht mit dieser Entlassung von Randy Spears in Verbindung. Wir können alle von dieser Diskussion profitieren, ungeachtet unserer persönlichen Umstände. Im Mailanhang findet ihr etwas Lesematerial, über das wir sprechen werden und ich bin für Rückfragen verfügbar. Stadtratssitzung. Wir möchten Sie an Ihre bevorstehende Stadtratssitzung. Toll. Nacho-Desaster. Du hast allen geantwortet, du Genie. Oh, das ist das Beste. Leute, wir sind hier alle erwachsen. Wer auch immer ständig dreckiges Geschirr in der Spüle lässt, sollte lieber lernen, hinter sich aufzuräumen. Oder ich werde diese Person eigenhändig in die Spülmaschine stopfen, damit sie sehen kann, wie sie funktioniert. Die Antwort war, Mensch, wer hat der denn heute Morgen den Kaffee gepisst? Du hast an alle geantwortet, du Genie. Schön, ich mach das hier wieder auf. One of his emails mentioned the archives. That's gotta be where our file is. So, hier Army. Unter ehrenhaften Bedingungen aus den Streitkräften entlassen, Donald M. Mert, Private First Class US Army. Ich höre Schritte. Okay. So ein Ire wahrscheinlich. Okay. Das ist der Mert. Der hat sich auch beworben. Der Mert hat sich beworben. Aber das ist nicht der... Doch, das ist der Mert. Ach so, okay, alles klar. Okay, das gehört alles zusammen. Dann. Oh, warte. Ich muss mal ganz kurz untersuchen. Ich hoffe, wir haben die Zeit, das Bild. Aw, look at you. Allison Ronan. Perfect daughter. Can we stay focused, please? Wo ist die denn? Die ist schon weit weg schon wieder. Okay. So, okay. Hier ist noch eine Schublade. Wenn wir schon mal dabei sind, nehmen wir das natürlich auch mit. Den Elch. Guck mal hier. Huh. Hey, you. Der wird bestimmt nicht fehlen, weil der Polizeiklauen ist super. Ist eine ganz tolle Idee. Der stattliche Elch. Sammlerstücke, der stattliche Elch. The stalwart moose is a kind and loyal animal. He always criticizes the goblins for their tricks, but he actually likes them. Na. Ansehen. Though we are destined to burn, we emerge as stardust. What? Oh no. Oh yes. Burn it with fire. Okay. Zumachen und ich glaube, wir haben soweit alles gesehen. Hier natürlich noch. Brown really wants everyone to know what a fine, upstanding citizen he is, doesn't he? So, wir kommen gleich ansehen. Sitting chart. The police chief of Delos Crossing hosts charity events. Huh? Oh, yeah, the community social. He volunteered to help. Knows everyone, and more importantly, who's called the cops on who. He's in charge of the feeding chart. Ich höre gerade einen Drucker im Hintergrund, so einen alten Nagel. Let's put the Vecchis next to. Can you not? Ja, ist eine schlechte Idee gerade. So, ansehen. Hey Eddie, anbei findest du deine Einladung für die jährliche Veranstaltung. Wie immer habe ich dir ein +1 bewilligt für den Fall, dass du es irgendwann doch nutzt. Alles Gute, Elliot. So, Anna. Gemeindeveranstaltung ehret die Ältesten. Sie sind herzlich eingeladen, am 34. jährlichen Festmahl und Tanz für die Ältesten teilzunehmen und die Tlingit-Wurzeln unserer Gemeinde zu feiern. Donnerstag, 15. Dezember 2015. Okay, das war's hier auch schon. Wohltätigkeit. Also der Eddie ist eigentlich ein netter Typ und ich glaube auch, dass er das da irgendwie hat verschwinden lassen, hier diese Einladung und so. Ja, ich komme ja schon.
Ja, ich bin auch gleich da. Ich glaube, das hat er nur verschwinden lassen, damit nicht auffällt, dass die Kids eigentlich irgendwann mal von zu Hause abgehauen und, naja, dann widerrechtlich adoptiert wurden. Kann ich mir vorstellen. Und der Eddie hat damals das Jugendamt gerufen. Ich weiß aber nicht, ob er das nicht vielleicht bereut. Archiv. Join the Team kennen wir schon. Private, okay. Schübis draußen schneit. Ich weiß, wir müssen rein. Weißt du, was ich mal ganz kurz mache? Ich bin sofort wieder da. Ich gehe nur ganz kurz eben auf den Pott, ja? Ich platze sonst. Ich bin sofort wieder da. Moment, Entschuldigung. I guess we should look up that reference in the archives. Verdammte Axt. So, jetzt. Da ist ein Zettel drüber. So, hier fliegt alles durcheinander. Ich bin sofort wieder da. Moment. So, ja, viel besser. Hi, da bin ich wieder. Und jetzt, oh, ich habe die Maus bewegt. Ich habe Escape gedrückt, auch für das Menü. Und jetzt untersuchen. Please tell me you know what the code is. To the highly confidential police archive? Then how am I supposed to open the door? I spent hours playing next to this room. Erinnerung. I'd see people go inside all the time. The keypad does this little tune. Dum-da-dee-doo. Seriously? Go on, try. Dum-da-dee-doo. Okay, ich nehme mal kurz die Maus. Dum-da-dee-doo. I don't think that's the right order. Oh, warte mal, was haben wir denn hier? Wie genau mal die Melodie? Ah, hier. How did that tune go again? Dum-da-dee-doo. I'm sorry. I don't think I got that. Dum-da-dee. Oh, shut up. You never told me you had perfect pitch. Shut up. Okay, ich muss mir nochmal dum-da-dee-doo. Dum-da-dee-doo. Nee, das ist du. Das ist eins. Unten steht am Untertitel. Ah, wo ist mein Stift? Hier. Eins ist die letzte Zahl. Eins, zwei, drei, vier. So, vielleicht schreibt ihr auch mal. Dam da di du. Dam da. Dam da. Null. Di du. Dam da. Di du. Dam da. Di. That reference number is a good place to start. Ja, warte nochmal. Let's hit the archives. Halt die Klappe. Also, warte jetzt hier. Dam ist 6. 6041. 6041, let's go. Gee, only 24 different possibilities. Ja, ja, komm. 6041. Yes. So, und zurück zum Gamepad. Macht aber die Tür auch hinter euch zu, ne? Macht die Tür zu, Kinder, macht die Tür zu. Oh, schlechtes Einbrecher ever. Looks like they're finally going digital. Oh, that's right. I remember Eddie complaining about this. They're gonna have to resort everything. Great. They've digitized their closed files, but only the ones before 1990. Meaning our file is still somewhere in those boxes. Perfect. A room of scattered case files and a half-done sorting system. Yep. This is gonna be so fun for you. I'm gonna go keep a lookout. Mm-hmm. What? Why do I have to be the one stuck with box duty? Because if anyone sees me, I'll have a better excuse for being there. Reach out if you need anything. R68653. Look it up. Look it up, she says. Okay. Hab's mir auch aufgeschrieben. So, closed files have been done. Okay, Richtlinien, Auflösung, Farbe, Bittiefe, Master, Dateiformat, Endung. Textmaterial ohne Bilder, MIN 150, Ideal 400, Schwarz-Weiß 8, JPEG 2000er TIFF, Textmaterial mit Illustration, MIN 500, Ideal 600, MIN Schwarz-Weiß, Ideal Farbe, Broadcast, WAV oder AIF, Video von VHS oder anderen analogen übertragen, voll geil. 720x486 sehe ich nicht, ist zu klein, aber reicht wahrscheinlich für die Beweisfindung oder Führung. 8 bis 10 unkomprimiert, sehr gut. MOV-Files immer sehr gut, AVI, okay. Ja, würde ich inzwischen MP4 machen, aber gut. Ist ja noch ein paar Jahre vorher. Früher war AVI
The Place to Be. Geschlossene Akten bis 1990 wurden digitalisiert. Verbleibende geschlossene Akten befinden sich in der linken Ecke. Wenn irgendwas ist, kontaktiert mich via Pager über blablabla Wilson. Okay, prima. Nein, okay. Einen Rechner dürfen wir nicht. Was haben wir denn hier alles? Nehmen. R68 müssen wir. Ich wollte einfach mal reingucken. Sehr inkonsistent hier einfach alles. R62, da wollen wir auch nicht ran. Da ist R68, ich sehe es schon. Ich wünschte, man könnte eine andere Box finden und findet hier was über die anderen Life is Strange Teile. Über die Life is Strange Teile mal nicht. Komm, ich mal hier nehmen. Not this one either. Ah, ich wollte trotzdem mal gucken. Damn box? Ja. Mit dir wäre es einfacher, natürlich wegen der Aktennummer. Hier, komm, ist egal, wir wissen ja. What was that reference number again? 05R68653. Nein, hier. Okay, komm. Wir haben keine Zeit. So, raus da. 68653. Looks like a step-by-step record of the investigation. Chronologische Aufzeichnung, Ermittlungen. 22:35 von meinem Partner, Officer Kristen Holt, über den Unfall an der 12 Canary Road, Dallas Crossing informiert. Weiße Frau, identifiziert als Mary Ann Ronan, geboren, vom Pier in den See gefallen. Audioaufnahmen 36359. Audio, warte. Audio 36359. 36359 und 36360. So, vielleicht können wir Audio noch hören. Brown, 22:58, Holt und ich erreichen den Tatort. Briefing zum Vorfall durch Streifenpolizist Jay Chan, 5622. Brown, 23:07, Zeuginnen, Name der minderjährigen Schwertz, Ronan und Name der minderjährigen Schwertz, Ronan, geboren, 94, ausfindig gemacht. Kinder der Mary Ann Ronan, Zeugenbefragung nicht möglich, da beide unter Schock standen. Die Kinder wurden in die Obhut von Streifenpolizist Jackie Chan gegeben. Brown, Jay Chan. Entschuldigung. 23:41, gerichtsmedizinischer Ermittler T. Dickens trifft am Tatort ein, Fingerabdrücke des Opfers genommen. Labortechniker O'Tully vor Ort, Fotografien des Tatorts angefertigt. Nicht gemeldete Schrotflinte des Typs Rassler 3121 sichergestellt. Munition vor Ort sichergestellt, Scheune, Brown. Und ich glaube, dass Sam ihnen dieses oder ihr dieses Gewehr geschenkt hat zur Selbstverteidigung, weil sie allein im Wald gelebt hat. Könnte ich mir vorstellen, bin mir aber nicht sicher. So far, I'm not seeing anything we didn't know already. It does reference some other files and audio recordings, though. You might be able to look those up on the computer. Even if our file hasn't been digitized yet, they may already have it in the appendix. Ja, warte, da unten steht noch was Interessantes. Hier nochmal, Leichnam wurde an Gerichtsmedizin überführt, Tatort gesichert, Brown. 1:04 Uhr, Kinder auf der Wache befragt, es wurde ausgesagt, nachdem Ronan Zahre durch Schwester A. Ronan habe kurzschneiden lassen, habe Mary Ann Ronan mit einer Waffe bedroht. Als Ronan vor ihr floh, habe Mary Ann Ronan bla an den Pier verfolgt, also Tyler, also Olli. Ronan habe Emma Ronan, die zu dem Zeitpunkt das Kind immer noch bedrohte, eine Stichwunde hinzugefügt, ehe sie ins Wasser gefallen sei. Aber die Rollen sind hier vertauscht, ne? Man kann es ja nicht genau erkennen, wer hier wen. Zeuginnen sagen aus, kurz darauf den Notruf verständigt zu haben. 6:30 Uhr, Tat untersucht, die von Name des Minderjährigen entfernte. Ronan erwähnte Schere konnte nicht gefunden werden. Die Schere konnte nicht gefunden werden. Fall an Staatsanwalt B. Cruz übertragen. Ronan wurde des Totschlags angeklagt. Fall. Der Fall ist TA 66585. Und da haben wir TA schon wieder. Das TA war vorhin auch im Baum geritzt. Also erst OA und dann haben sie ein TA draus gemacht. Hier ist schon wieder TA. Das TA ist wiederkehrend. Warum? Zufall? Fragezeichen. So, räum das bitte weg. Gott sei Dank. So. Jetzt hätten wir noch Fallkartonnummer 66585, aber ich glaube, das ist ein Karton, den können wir nicht mitnehmen, ne? Ne, 66585, 61. Wir bräuchten irgendwas mit 66. Wir checken gleich mal die Wave-Files, aber erstmal wollte ich gucken, ob es vielleicht einen entsprechenden Karton hier gibt.
Da ist 66. Können wir den nehmen? There might be other references on the computer. Ah, okay. Können wir auch mal nicht. Nein. Alright, I'm in. You can search by keywords. What should I look for? I don't know. Marianne Ronan? March 1st, 2005? Ich guck mal. Polizeibericht und Autopsiebericht. Wie ist denn Steuerung hier? Achso, RB, Polizeibericht, mal lesen. Polizeibericht, zuletzt aktualisiert, am 2.3.2005, zuständig E. Brown, Speicher R... Dann haben wir noch einen Speicher, 24 Stunden Bericht, Bericht Tötungsdelikt, Opferinformation, Zusammenfassung des Verbrechens. Und hier noch M.A. Ronan, persönliche Daten- und Vorstrafenregister, R62. Persönliche Daten, oh, die persönlichen Daten der Mutter, das interessiert mich natürlich auch. R62766. Okay, das haben wir. Aber... Schlagwörter hinzufügen können wir sonst Dokument lesen, das haben wir schon gelesen. Okay. References 05 R62 766. Okay, die Audiofiles kann ich nicht hören. Ich würde erstmal 62766. Dass ich mir die ganzen Nummern aber auch nicht merken kann. Welcher Karton hier wo ist? 62766. Das war die 66, okay. Warte mal. Der Karton hier war die 62, den hat jemand rausgeholt, oder? 62, den hat jemand rausgeholt. Der Eddie bestimmt. What is it? She drowned. Stab wound was non-fatal. What? Sie ist also ertrunken. Die Stichwunde aber... Okay. Obduktionsbericht. In dieser Kiste sollte eigentlich ihre Vergangenheit sein. Der Autopsiebericht sollte eigentlich in 6.1 sein. Ich sag's nur. Ich weiß nicht genau, was da passiert ist, aber der Autopsiebericht gehörte einfach in die 6.1. Okay, Obduktionsbericht. Obduktionsklasse A, Dr. Gray. Finalisiert durch Dr. Gray. 42 Jahre alt, weiblich, tot bei Ankunft nach Ertrinken. Eine Stichwunde im Lendenbereich, 2 Grad nach Angriff mit Schere durch Tochter. Keine Vorerkrankung bekannt. Warte mal, nach Angriff mit Schere durch Tochter? Die wussten also, dass die Tochter das ist? Das wussten die. Das haben die gewusst die ganze Zeit und haben aber trotzdem den Tyler weggeschickt. Ach ja, warte mal, Tyler war ja... Entschuldigung, Tyler war ja damals noch Tochter. Also da war ja noch Olli. Okay. Durch Tochter... Ja, okay. Sektionsbefund. Schaumpilz in Mund und Nase. Hirnödem. Wassereinlagerung in Lunge. Pulmonale Ödeme und Emphysema aquosum. Belebe auch 2 Grad Mageninhalt. Stichwunde 7,6 cm linker Lendenbereich. 2,5 cm über Sips ante mortem. Also vor dem Tod, glaube ich. CT-Befund. Flüssigkeit in Nasennebenhöhlen und Luftröhre. Bilateraler Pleuraerguss. Blutbildanzeichen von Einatmung von Süßwasser. Hämolyse diffus. NA niedrig, K hoch. Zusätzliche Faktoren, die nicht die direkte Todesursache waren. Tötung. Bei nicht natürlichen Ursachen. Wie wurde die Verletzung verursacht? Mit einer Schere. Anschließend fiel das Opfer in eiskaltes Seewasser. Wurde für einen oben benannten Befund eine Operation durchgeführt? Nein. Organentnahme nicht. Techniker ist Silver. Autopsie beobachtet durch DCPD Eddie Brown. Der hat also zugeschaut. Überprüfung vor der Untersuchung durch stellvertretende Pathologen. Kennzeichnung, Kleidung, Röntgenaufnahme, Kennzeichnung für Sonderbehandlung, medizinische Akte, Fotos vom Tatort, Blutgruppenbestimmung. Achso, Fotos vom Tatort gab es nicht. Die Übersetzung ist ein bisschen schwierig hier, weil, ist ein bisschen unordentlich tatsächlich. Es gibt keine Fotos vom Tatort. Blutgruppenbestimmung durch SS-Rücken. Okay. Kein Blut, einbalsamiert, Krankenhaus verwest, gar nichts angekreuzt, okay. Proben, entnommen durch MG und SS. Herzblut, Femoralblut, Urin wurde entnommen.
Lagergefäße Standard, toxikologische Analysen angefordert von Blutbild und Alkohol. Analysen positiv. Sie hatte also Alkohol konsumiert, sie war angetrunken oder betrunken an diesem Abend. Okay. Karton 6-1. Finden wir den auch noch irgendwo? Hier. Na. There might be other references on the computer. So, R61889, Junge! Autopsiebericht haben wir, aber was ist hiermit? R61889. Polizeibericht. Zusammenfassung des Verbrechens. Achso. Das ist nicht der, den wir vorher schon gefunden hatten. Okay. I need to check out. Kinder der Ronins, Eddie Brown. 1. März, Polizeibericht. Das ist das gleiche in grün. Aufnahme. Dallas Crossing Police Department. Hello? Hello? Hello, I can hear you. It's my mom. She fell in the water and she's not coming up. Okay, where are you now? Home. We're home. Are you alone? Where's your dad? It's just me and my sister. All right, honey, can you give me your address? 12 Cannery Road. Please, hurry. Just stay right where you are, okay? We're sending someone out to help you. Don't hang up! Einfach aufgelegt. Okay. Speicher 36359, das haben wir. 36359 haben wir. Und auch die 62 haben wir halt auch. Okay. Ich mache hier die ganze Zeit nebenbei, notiere ich mir die ganze Zeit mit, was wir schon haben, was nicht. Das haben wir schon. Den Polizeibericht haben wir aber noch nicht gelesen, ne? R61889. Den wollte ich ja gerne nehmen. 05 R61. Ach, jetzt machst du das! Ich hab mir das aufgeschrieben, Mann! There. Ich hab mir das doch aufgeschrieben, Junge, du musst das doch wissen! Okay, zeig her. Oh oh. Musik so. Oh oh. Kriminalbericht. Berichtsinhalt Tötungsdelikt. Opfer, Name Mary Ann Ronin, Ethnizität weiß, Geschlecht weiblich, 1,68 groß, 62 Kilo, Alter 41, geboren am 64, Führerschein, Fremdsprache, Beruf, arbeitslos, Tatort, Datum und Uhrzeit des Vorfalls, Datum und Uhrzeit der Meldung. Opfer bedrohte eigenes Kind auf dem Pier mit einer Waffe. Kind attackierte das Opfer mit einer Schere, woraufhin dieses in den See fiel. Mitarbeiter im Dienst. Initiale, Nachnamen La, E. Brown und C. Holt, beteiligte Personen. Name der Minderjährigen geschwärzt und Name der Minderjährigen geschwärzt. Beweismittelauflösung. Gegenstand 1, Menge 1, Artikel Schrotflinte. Seriennummer hat sie auch. Zugelassen auf Sam Kansky. Habe ich doch gesagt. Der Sam hat ihr die Schrotflinte geschenkt. Ist jetzt... Ja, wir wissen ja, wir ahnen warum. Found a summary of everything. Wow, this is a real detective novel. Brown's quite the wordsmith. He's not a writer, Tyler. Okay. Fallschilderung. Zusammenfassung des Verbrechens. Am 1. März 2005 gegen 22 Uhr verließ das Opfer Mary Ann Ronin, eine 41-jährige weiße Frau, ihr Haus und betrat ihre Garage, um eine 9mm Schrotflinte der Marke Wrestler 3121 zu laden. Kurz darauf betrat ihr Kind, Ronin, 11 Jahre alt, die Garage, um seiner Mutter den neuen Haarschnitt zu zeigen. Also Ollie Ronin, den es von seiner Schwester erhalten hatte. Der Zeugenaussage zufolge reagierte Mary Ann auf den Haarschnitt mit einem Wutausbruch und bedrohte das Kind mit der Schrotflinte. Das Kind, also Ollie, floh aus der Garage in Richtung des Sees und rief laut um Hilfe. Mary Ann folgte ihr nach wie vor bewaffnet auf dem Pier auf der Südseite des Grundstücks. Vom Lärm alarmiert begab sich Zeugin, Schwester, ebenfalls aus dem Haus in Richtung des Piers, wo sie beobachtete, wie Bruder Ronan von Mary Ann bedroht wurde und mit der für den Haarschnitt verwendeten Schere auf sie einstach, um sich selbst zu verteidigen. Beide Zeugen sagen aus, Mary Ann Ronan habe zu dem Zeitpunkt das Bewusstsein verloren und sei in den See gefallen. Aber wenn die das doch wussten.
Ah nee, von dem beobachtet. Okay, nee. Okay, hier ist das, hier ist die Lüge der Zwillinge. Okay, muss mir das gerade selber nochmal durchlesen. Beide Zeugen sagen aus, Mary Ann Ronan habe zu dem Zeitpunkt das Bewusstsein verloren und sei in den See gefallen. Um 22:29 erhielt Officer Kristen Hall, Dienstnummer 55809 des Dallas Crossing Police Department, einen Anruf von Ollie Ronan, in dem der Vorfall geschildert wurde. Streifenpolizist Jay Chan, Dienstnummer 5622, wurde an den Tatort entsandt. Chan riegelte den Tatort ab, eröffnete ein Tatortprotokoll und versorgte die beiden Jugendlichen. Eine ausführlichere Beschreibung findet sich in ihren Aussagen. Benachrichtigung der Ermittler. Am 1. März 2005 benachrichtigte Officer Christian Hall seinen Partner Officer Eddie Brown per Telefon über den Vorfall, bevor sich beide zum Tatort begaben. Puh! Ermittlung. Holt und Brown erreichten den Tatort gegen 22.58 Uhr. Sie stellten fest, dass sich der Tatort vollständig außerhalb des Hauses befand. Die Canary Road ist eine abgelegene Straße, auf der sich hauptsächlich einige Anwohnerhäuschen befinden. Die Ermittler bemerkten eine geladene Schrotflinte der Marke Wrestler auf dem Pier. Es waren keine Schüsse abgegeben worden. Sie wiesen das forensische Personal an, die Gegenstände zu sichern. Die Ermittler sprachen mit den Kindern. Kind Ronan sagte aus, sie habe sich in ihrem Schlafzimmer im Obergeschoss befunden, als sie die Schreie hörte, also Allison. Sie sei die Treppe heruntergelaufen und habe dort durch das Küchenfenster Ollie und ihre Mutter Mary Ann am Pier gesehen. Bla habe versucht wegzulaufen, doch Mary Ann habe gedroht zu schießen. Den Aussagen beider Zeugen zufolge soll sie gesagt haben, ich bringe dich um, was gelogen war. Allison stach dann bei dem Versuch zu entkommen mit der Schere auf die Mutter ein. Mary Ann verlor das Bewusstsein und fiel ins Wasser. Beweismittel, Gegenstand Nummer 1, Wrestler 321, weitere Details finden sich im forensischen Bericht. Okay. Aber das ist noch nicht alles. Das ist noch nicht das interessante Stuff, glaube ich, ne? Shit. Eddie's coming up the stairs. What do I do? Halt ihn, ich komme raus. Halt ihn hin. Sag, ich bin im Bad, bring ihn in sein Büro. Sag, ich bin an der Rauchen. Ja. Sayer went for a smoke. Das haben wir auch draußen gesagt. Okay, wir machen weiter. Eigentlich wollte ich rauskommen, aber naja, Kinder der Ronans. Gerichtsbeschluss, das wird interessant. 63325. References 05 bar 63 325. 63325. Okay, here it is. Das ist, glaube ich, jetzt der Knackpunkt, oder? Well, that's a picture I definitely don't want to keep. Achso, nee, das ist noch. Ah, okay. Anweisung zur vorübergehenden Gewahrsamnahme oder Unterbindung durch das. Unterbringung durch das übergeordnete Gericht des Staats Alaska. Betreffend der Angelegenheit fortführende Unterbringung von Blair Ronan. Minderjährige Person unter dem Alter von 18 Jahren. Anweisung zur in Gewahrsamnahme oder Unterbringung. Aufgrund vorliegender Umstände, die Unterstützung der ausstehenden Petition begünstigen oder aufgrund eines Verstoßes oder einer Unterlassung der Minderjährigen in Bezug auf eine Bewährung Verhaltensauflagen. Das Gericht befindet bei überwiegender Beweislast, dass eine in Gewahrsamnahme oder Unterbringung außerhalb des Wohnsitzes eines Elternteils oder Erziehungsberechtigten zum Schutze der Jugendlichen oder andere Personen notwendig ist. Es wird somit angeordnet, dass die minderjährige Person der Obhut der Abteilung für Jugendstrafrecht, DIJJ, zu dem Zweck einer Unterbringung in einer geschlossenen oder gesicherten Einrichtung wie dem Wohnzentrum Feierwied für verhaltensauffällige Jugendliche unterstellt wird. Es liegt im eigenen Ermessen der DIJJ, die minderjährige Person ohne einen weiteren Gerichtsbeschluss zu entlassen. Weitere Anweisungen, das Obenstehende wird durch mündliche Erkenntnisse unterstützt, die zu Protokoll gegeben wurden und in den Unterlagen der Sachbearbeiter enthalten oder anderweitig wie unten aufgeführt sind. Anweisung zur Gewahrsamnahme oder Unterbringung. Empfohlen am Pipapo von A. Benjamin. Richterin Erica Wright. Okay, Sachbearbeiter Curtis Davis. Okay. Wie sieht's denn aus mit Eddie draußen? Jugendamt, Fax. Alles klar, jetzt wird's spannend. Das eben war nicht das, was ich meinte. Das hier wird aber spannend. Speicher. Wie komme ich denn daran? 501, komm, EBR. Okay. I need to check out 0501, COM, EBR. 501, komm. 501, komm. 501, komm. Let's go. Hallo. Here we go. Jetzt bin ich gespannt.
unbelievable. Tessa called fucking social services. Oh, Tessa! And Eddie went along with it. What? Where are you? What's going on? Empfänger Jugendamt. Eidesstattliche Aussage Familien Ronan, Referenz, gesendet von Edward Brown. Zustellung erfolgreich. Family Deposition. War mal Subject, gesendet an, Zustellungsversuch, lalala, Betreff, eidesstattliche Aussage, aber hier steht Ronan Family Deposition. Da steht doch was ganz anderes. Deposition sehe ich hier gar nicht in der Übersetzung. Displaynamen Edward Brown. Fax Information. Aber ich will das Fax lesen. Kann ich das nicht lesen? Hier ist gar kein Text. Betreff, eidesstattliche Aussage Familie Ronan, Referenz 99. 9, ich schreibe mir das mal kurz auf. 6, 9 und 6, 3, 6, 6. Cool, huch, bin ich. Ach, ich bin dem rausgekommen, okay. Holy shit, was für ein Aktengewälze. 9, 9, 6, ob es hier sowas gibt? Nee, ne? 9 und 6 oder so. Vielleicht im Rechner. Düdelilüt, düdelilüt, düdelilüt. 996, aber ich glaube, sowas haben wir ja gar nicht. Ne, okay. Ich gehe mal schnell an den Rechner. Jugendamt Fax. Kinder der Rowans. Jugendamt haben wir jetzt hier. Spitalentlassung. 05R68. References 05R68 MISC. 05A8. Wieso kann ich hier nicht lesen? Hä? 63? Aber da steht noch 68. 05. Warum sind denn die Kisten eigentlich nicht sortiert? Was für eine Schlamperei. Nope. Nein, hier. Mann, das da unten. Not this one either. Where's the damn box? Oh, steht 66. Hier, komm. 05 R68 MISC. Jetzt steht doch wieder 68. Aber. Ich kann ihn nicht nehmen. 0568. Willst du mich verarschen? Ich glaube, der verarscht mich. Ich glaube, der verarscht mich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Irgendwie scheint hier was kaputt zu sein. Aber zumindest die Übersetzung oder das mit dem Lesen da oben. Ich mach mal hier Misk. There. Ja, okay. Das Misk fehlt uns noch. Okay. Huh. Why is that here? St. Meadow Klinik oder St. Meadow Klinik. Patientenname Ronan. Geburtstag 93, medizinisches Aktenzeichen. Connelly Road. Versicherung. Diagnose Gehirnerschütterung. Beschreibung der Symptome. Druckgefühl im Kopf. Kopfschmerzen. Bewusstseinsverlust. Übelkeit. Schwindel. Gehirnerschütterung. Krankenhausentlassung. Ich, Patientenname oder Erziehungsberechtigter Tessa Wecki, entlasse St. Meadow Klinik hiermit aus der Haftung bezüglich der Entlassung des Patienten entsprechend dieser Erklärung. Ich habe diese Erklärung gelesen, verstanden. Last Name Ronan. First Name steht ja gar nicht drin. Tessa. St. Meadow Klinik. Was für ein wirres Geschwurbel! Dieser ganze Fall verteilt sich auf 30.000 Aktenkartons. Search for her? Ja, ja. Got something. Vorfallsbericht. Here. Speicher. Meldung zu Diebstahl und Kinderverwahrlosung. Was? Alter, was? Boah, ich bin erschüttert, die Tessa! Die christliche Tessa, die immer gibt, die immer so gerne gibt. Und ich hab ihr noch Anfang dieses Kapitels habe ich ihr verziehen, weil ich dachte, alle ihre Sachen kommen immer mit dem Haken, ne? Haben wir festgestellt. Und Alter! Und hintenrum? Holy fuck! 2005, 201. Okay, I need to check out
2005-201546. 2005? Da steht was anderes. Da. Okay, here it is. Wait, what the hell? Tessa accused her of child neglect. Dallas Crossing Police Department, Vorfallsbericht. Vorfallscode, Art des Vorfalls, Diebstahl. Bericht bearbeitet von Verfolgungsnummer, Ort des Vorfalls, Cullen Boulevard. Bestätigt von Eddie Brown, Art des Ortsgeschäft, Art des Diebstahls, Ladendiebstahl. Beteiligte Person, meldende Person, Name Tessa Vecchi. Gemeldete Person, Mary Ann. Hat Mary Ann geklaut? Im Laden. Name und Rang des Beamten, Eddie Brown. Am 31.01.2005 gegen etwa 10.45 Uhr betrat Mary Ann Ronan das von Thomas und Tessa Vecchi geführte Geschäft Veni Vedi Vecchi. Ich sag mal Vecchi oder Vecchi, keine Ahnung. Mrs. Vecchi gab an, sie habe Mrs. Ronan etwa 10 Minuten lang die Regale durchstöbern sehen und dabei nebenher mit ihr geplaudert. Mrs. Vecchi gab an, sie habe zu dem Zeitpunkt hinter der Kasse gestanden und Ronan nicht die ganze Zeit über den Blick gehabt. Vecchi sagte aus, nach diesen 10 Minuten habe Ronan sie gefragt, ob sie Rauchspiralen zur Mückenabwehr im Angebot habe. Vecchi erklärte Ronan, dass dem nicht so sei, aber sagte aus, diese Nachfrage aufgrund der winterlichen Jahreszeit als merkwürdig empfunden zu haben. Anschließend verließ Ronan den Laden, ohne etwas zu kaufen. Vecchi gab an, etwa 5 Minuten später an den Regalen vorbeigegangen zu sein, an denen Ronan sich aufgehalten hatte und das Fehlen einer Packung Waschpulver bemerkt zu haben. Vecchi bekräftigte, die Regale erst kurz zuvor aufgefüllt zu haben und dass an diesem Morgen niemand sonst den Laden betreten hatte. Sie hat sie nicht mal dabei beobachtet, sondern einfach beschuldigt. Mrs. Vecchi sagte aus, sie habe Ronan bereits früher des Ladendiebstahls verdächtigt, insbesondere in der Gesellschaft und womöglich auch mit der Hilfe ihrer beiden Kinder. Mrs. Vecchi gab außerdem an, Grund zu der Annahme zu haben, Ronan mache sich der Kindesverwahrlosung schuldig. Sie essen nichts und sind aller Art von unangemessenen Einflüssen ausgesetzt. Was? Vecchi hielt es für möglich, dass die Kinder in dem Haushalt Misshandlungen in irgendeiner Form ausgesetzt seien. Was? Diese Hure! Willst du mich verarschen? Jetzt hasse ich die. Also bei aller Liebe, mit dem Ladendiebstahl und so, könnt ihr sogar noch sein und so weiter, aber Alter, ernsthaft? Hielt es für möglich? Was ich alles für möglich halte, das glaubst du gar nicht. Aber das sind alles keine Anklagepunkte. Du Hure! So, Entschuldigung, ich ärgere mich. Fenster ist offen, ich muss aufpassen, was ich sage. Darf hier nicht so die Nachbarschaft zusammenschreien. Hure! So. Alter. Ich glaube, es hackt. Los, sag doch auch was dazu, Tyler. Need to get moving. Ja, noch mehr geht da nicht. I'm sorry, Tyler. I couldn't stop him. He's coming your way. Uh-oh. Get out.